den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesu, Jesu, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Aber der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesu, Jesu, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert, zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch für der Unkracht für das Volk. Sünden,
Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Selbiger Jünger ward dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Tür hinterher und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesu und seine Jünger und um seine Lehrer:
antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet? So beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Was schlägest du gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sie. Da sprachen sie zu ihm: Sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal. Und alsobald krähte der Hahn. Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und war.
Oh.
führten sie Jesum von Kaiba vor das Richthaus, und es war früh. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst? Oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dann. Thank you.
noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Nuss gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüdenkönig Nuss gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Ich diesen nicht, ich diesen zum Verhör. Pilatus Jesum und geiselte ihn.
in allen Stücken, den Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf seine Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Sei gepriesen, schrien sie und sprachen: Kreuziget ihn!
ich finde keine Schuld an ihm. Die Jüden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließ. Aber schrien und sprachen: Lässest du die Riesen los, so bist du des Kaisers Gott. Lässest du die Riesen los, so bist du des Kaisers Gott. Lässest du die Riesen los, so bist du des Kaisers Gott. Lässest du die Riesen los, so bist du des Kaisers Gott. Thank you.
das Wort hörte, führte Herr Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hofpflaster, auf Hebräisch aber Golgatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern und die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Heißet auf Hebräisch Golgatha. Um Gottes Willen, eure Hoffart.
alt, die lange vorhanden Seelen alt, 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 ihr angehochten Seelen, ihr angehochten Seelen, geht aus eurer Macht. Alt, alt, schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viele Jüden, denn die Städte war nah bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewöhnt.
beieinander. Lass uns mit dem Zerlasser und mit dem Zerlasser und mit dem Zerlasser. Schwester Maria Kleophas bei und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht zu dem das schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs,
Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihm einen Isopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach
das Haupt und verschied. Siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leiber der Heiligen. Mein Herz, in dem
es der Rüsttag war, dass nicht die Leichte beim Kreuzer blieben den Sabbat über. Denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einen eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelegt war. Selbst hinlegten sie Jesum und es rüstete.
Tags willen der Jüdin.